Das Wichtige ist, dass wir generell darüber einstimmen, dass alle Menschen gleich sind, an Wert, an Würde. Was heißt das, eine Würde zu haben und nicht nur einen Wert im Sinne eines Preises? Wir müssen auf Augenhöhe sein, um Würde anzuerkennen. Ich bin ehrenamtlich engagiert bei Amnesty International. Das ist ja erstmal eine Organisation, die zu Menschenrechtsverletzungen weltweit recherchiert. Und das Thema Wert des Menschen, Menschenwürde, ist ganz zentral, ist fast schon selbstverständlich. Und auf der anderen Seite ist das irgendwo abstrakt. Und das ist immer etwas, was mich sehr beschäftigt. Wie können wir solche abstrakten Aspekte zugänglich machen? Was mich persönlich sehr interessiert und was ich zu einem Schwerpunkt meiner Arbeit mache, ist Menschenrechtsbildung. Nämlich die Frage, wie kann man lernen zum Thema Menschenrechte, aber immer mit dem Ziel, da auch handlungsfähig zu werden, also aktiv zu werden und das auch selbstständig zu können. Ja, also Wert ist ein Begriff, den ich als Jurist jetzt nicht unbedingt im Zusammenhang mit Menschenrechten verwenden würde, sondern ich würde über Würde sprechen, nicht zuletzt, weil das Grundgesetz ja die Menschenwürde ganz an den Anfang stellt. Interessant ist, dass dieser Würdediskurs eigentlich immer stärker auch international Platz greift. Also es gibt im internationalen Menschenrechtsschutz natürlich mittlerweile einen Diskurs über Würde. Und für mich interessant, weil mich das intensiv beschäftigt, die Situation in bewaffneten Konflikten, gibt es da eigentlich auch so etwas wie einen Würdebegriff. Da ist vieles noch sehr umstritten und auch, welche Funktion das eigentlich wahrnehmen kann, ein solcher Begriff, ein solches Konzept. Würde ist ja ein Konzept, das in ganz unterschiedlichen Kontexten auftaucht. Einerseits, weil es uns emanzipiert, dieses, also eigentlich so etwas, was mit Freiheit verbunden ist und zugleich aber auch mit Gleichheit eben verbunden, wenn wir uns eigentlich wechselseitig anerkennen müssen. Ja, ähnliche Motivlage bei mir. Vielleicht noch sozusagen ein bisschen aus so einer gefühlten Ungerechtigkeit. Ich habe angefangen, mich mit Philosophie zu beschäftigen und bin auch hängen geblieben, weil ich schon während der Schulzeit mich gefragt habe, wie kann das sein, dass in einer Welt, der es so viel Reichtum gibt, gleichzeitig so viel Armut gibt. Und zwar so richtig extreme Armut weltweit, also wo Leute hungern müssen, aber auch Armut in diesem Land, dass Leute zur Tafel gehen müssen und so. Und ich habe das einfach nicht verstanden, wie das gleichzeitig sein kann und habe mich dafür interessiert und gedacht, wie geht das mit der Idee zusammen, dass wir Menschen alle die gleiche Würde haben, dass einige eben so sehr in Armut leben müssen? Und dann wollte ich eben einfach besser verstehen, was heißt das, eine Würde zu haben und nicht nur einen Wert im Sinne, wie es dann bei Kant heißt, eines Preises. Ne? Also, dass dieses Besondere einerseits etwas ist, woran wir alle glauben und andererseits offensichtlich in so vielen Kontexten nicht realisiert. Ja? Und das scheint uns ja alle zu interessieren, dass wir an diese Würde des Menschen glauben, aber auch sehen, dass immer wieder die Würde des Menschen mit Füßen getreten wird. Die Frage danach, wer den Wert von Menschen definiert, ist im Kontext von Recht häufig eine Frage danach, ob der Gesetzgeber oder die Gerichte den Wert von Menschen definieren können, und ich werde da sagen, eigentlich nicht. Das ist so ein Reflex, der häufig da ist, dass jemand anders es objektiv bestimmen könnte. Ich glaube aber, dass Menschenwürde, und das wäre auch so ein bisschen Essenz meiner eigenen Arbeit, Menschenwürde ist etwas, was wir selbst und untereinander uns zugestehen und anerkennen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir nicht das delegieren an jemand anders entscheidet. Das ist der Grund, warum ich denke, dass es für die Bildung auch so wichtig ist, dass man lernt, Menschen auf eine bestimmte Art und Weise zu sehen und auch auf eine bestimmte Art und Weise mit ihnen umzugehen, besonders respektvoll, und ich selber würde sagen, immer auch besonders sorgend. Also für mich gehört zur Würde eben nicht nur
Achtung als Respekt, sondern auch eine bestimmte Sorge, situative Sorge, wie im Samariter-Fall beispielsweise. Ja, damit würde zum Ausdruck gebracht. Und dann versteht man, glaube ich, auch erst, wenn man sich damit auseinandersetzt, warum bestimmte Rechte Menschenrechte sind, warum das die Menschenrechte sind und nicht andere. Mir fällt noch der Begriff Augenhöhe ein, der wichtig ist für die, es kam gerade das Wort anerkennen, wir erkennen etwas an, das ist aber kein passiver Vorgang, sondern das ist ja ein höchst aktiver Vorgang und sehr bildlich gesprochen müssen wir auf Augenhöhe sein, um Würde anzuerkennen, aber auch uns weiterzuentwickeln, so wie das für uns jeweils auch wichtig ist und unseren Bedürfnissen entspricht. Ja. Klar, ich glaube, die Frage zielt auf die Frage, ob das geschieht, ob das in einer, also sagen wir mal, ob Unterschiede gemacht werden. Und bei aller theoretischer Arbeit zu Menschenrechten war ja immer so eine Triebfeder, eine Erfahrung von einer solchen Situation, wo jemand einen Wert definiert hat und gesagt hat, du bist weniger wert. Also eine Unrechtserfahrung ist ja historisch gesehen immer so der Motor gewesen, um daran weiterzuarbeiten. Weil wir waren eben schon dabei, weil es intuitiv als ungerecht und ungerechtfertigt erscheint, wenn Unterschiede gemacht werden. Ja, genau, ich glaube das auch, dass die Erklärung der Menschenrechte, die der Menschenwürde etwas ist, was zum Ausdruck bringt, dass wir alle dieselbe Würde haben und dass das kein Wert im Sinne eines Preises ist. Es bleiben natürlich viele Fragen offen, welche Rechte, was heißt Würde genau? Und da würde ich auch mitgehen und sagen, das ist etwas, das müssen wir gemeinsam, republikanisch gewissermaßen, immer wieder neu bestimmen und können das, das ist keine Expertinnenfrage. Ehrlich, es ist natürlich so, dass meine Familie für mich wertvoller ist auf eine gewisse Art und Weise als andere Menschen. Und trotzdem glaube ich, dass alle Menschen die gleiche Würde haben. Und da ist so ein bisschen die interessante Frage, da ist ja eine Spannung dazwischen. Und ich glaube, in unserer Gesellschaft ist das so, dass wir immer noch Statushierarchien haben. Ja, es gibt sowas wie Bildungsbürgertum, Wirtschaftsbürgertum, die haben einen bestimmten Status. Ist das mit der Idee vereinbart, dass alle die gleichen Würde haben oder verletzt das das schon? Also wie weit geht diese Idee, dass wir die gleiche Würde haben? Gerade der Utilitarismus ist eine Theorie, bei der das gar nicht so klar ist. Ein Haus brennt und da sind zwei Menschen, wir können nur einen retten. Ja? Der eine, das bin ich, ja, halt so ein Philosophieprofessor, der ab und zu mal ein Buch schreibt. Und die andere Person ist eine begnadete Medizinerin, die kurz davor steht, ein Medikament zu entwickeln, das Krebs therapieren wird. Und da kommen manche schon, also wenn ich mit Studierenden darüber rede, kommen manche schon ins Grübeln und sagen, ja, sollte man dann nicht die Medizinerin retten? Also der Philosoph, ne, der schreibt dann die Bücher nicht mehr, ist auch schade. Aber ist das, was sie tut, nicht so viel wertvoller als das, was er tut? Und ja, schlägt das dann nicht auch durch auf ihren Wert gewissermaßen? Und da muss man sich, glaube ich, schon mit auseinandersetzen und dem entgegenhalten letztlich. Nee, alle Menschen haben die gleiche Würde und die gleichen Rechte, ja, darauf gerettet zu werden. Aber das ist eine gewisse Herausforderung. Eine Diskussion, die wir durchaus auch ganz aktuell hatten, zu Zeiten, als Ressourcen sehr knapp wurden, um Menschen zu behandeln, die schwer an Covid-19 erkrankt waren. Da gab es auch Diskussionen plötzlich darum, wer muss da wie Entscheidungen treffen. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir generell darüber einstimmen, dass alle Menschen eben gleich sind an Wert, an Würde. Und dann kommen wir aber trotzdem in Konfliktsituationen, in denen wir uns manchmal entscheiden müssen zwischen Menschen. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was eine gewisse ethische Grundhaltung auch voraussetzt. Das kann man im Recht nicht abstrakt klären. Das Recht verschließt sich dem an manchen Stellen, auch wenn alle danach rufen, dass etwa bei der Frage nach Triage, gibt es sowas, ist sowas verfassungsrechtlich zulässig, rufen alle danach, dass das Gericht oder der Gesetzgeber das entscheidet. Ich glaube, dass wir als Menschen da Eigenverantwortung tragen müssen, untereinander. Aber wahnsinnig herausfordernd für die Medizinerinnen, die dann da stehen und so, solch eine Wertentscheidung fällen müssen in der Situation und lieber nicht möchten, dass das ihnen aufgelastet ist. Ich würde schon sagen, dass wir sie entlasten müssen da auch. Wir können das nicht delegieren auf die, die sowieso in einer schwierigen Situation sind. Also deshalb braucht man Hilfestellung, aber ich glaube, dass ein Gesetz, eine Gerichtsentscheidung auch nicht abstrakt für alle Fälle das
abschließend gern. Und ja auch immer wieder die Aushandlung braucht, ja, in der Gesellschaft, ja, nicht, ja, gesetzt wird und dann für immer, mhm, gilt, sondern eben wie auch in so einer Situation, ja, ja auch die Kommunikation darüber befördert. Ja. Ich habe den Eindruck, dass das ganz interessant wäre, da nochmal nachzuforschen, wie wir diese Begriffe überhaupt benutzen. Also wenn ich in der heutigen Zeit über Menschen nachdenke, die besonders wertvoll sind, denke ich ja oft an besondere Leistungen, besondere auch produktive Leistungen. Also jemanden, der begnadet Fußball spielt und mich deswegen wunderbar unterhält. Jemand, der stundenlang an einem Herzen operiert. Das sind ja besondere Leistungen, die wir bewundern und die uns inspirieren. Und da mache ich mir oft Gedanken, ob es nicht ganz wichtig wäre, noch viel stärker auch eine Begriffsklärung zu haben. Eine Leistung, die jemand bringt, hat ja auch Voraussetzungen und unterscheidet uns, sorgt aber nicht dafür, dass wir unterschiedlich wert sind, unterschiedliche Würde haben. Aber da liegt schon viel dazwischen, das immer so für sich klären zu können. Ne? Wahrscheinlich kommen wir nicht umhin, die Unterschiede von Menschen zur Kenntnis zu nehmen, weil das ja auch ein Ausdruck ihrer jeweiligen Würde ist, aber ihre Wertigkeit nicht, ja, daran festzumachen, ihre Würde nicht daran festzumachen. Es ist, glaube ich, schon wichtig, dass etwa in der Rechtsentwicklung wir irgendwann dazu gekommen sind und in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte steht es ja drin, dass man als Mensch auch rechtsfähig ist. Ja? Und das ist, glaube ich, etwas, was genau diesen Gedanken der gleichen Würde zum Ausdruck bringt. Wenn man diese Rechtsfähigkeit, also die Möglichkeit, sich als Rechtsperson zu betätigen, wenn man die einem Menschen nehmen würde, dann wäre er am Sozialen auch nicht beteiligt. Und dass wir natürlich aus Nähegründen unterscheiden, Sie haben das gerade, fand ich total klasse gesagt, dass wir, natürlich sind uns die Menschen, die uns näher sind, wichtiger. Ja. Und das ist aber, glaube ich, dadurch, dass wir alle Menschen haben, die uns jeweils näher sind, gleicht sich das irgendwie aus. Das ist eine sehr subjektive, aber auch richtige und wichtige Wahrnehmung, glaube ich. Das glaube ich ja auch. Gleichzeitig bin ich unsicher, ob das so leicht geht, dass man sagt, ja, man unterscheidet einfach begrifflich zwischen Würde und anderen Werten. Und dann kriegt man das schon hin, darauf läuft es irgendwie hinaus, aber ich glaube, es bleibt eine Herausforderung, denn wenn man sagt, jemand hat eine Würde, bedeutet das, dass man diesen Menschen respektiert, Respekt zum Ausdruck bringt, in der Interaktion Anerkennung zum Ausdruck bringt. Und wenn wir zum Beispiel starke Leistungshierarchien haben, ja, dann kann es sein, dass bestimmten Menschen, die angeblich so besonders tolle Leistungen bringen, bei dem Arzt oder der Ärztin gehe ich noch mit, bei Fußball bin ich schon nicht mehr so sicher. Ja. In der Wirtschaft denke ich oft eher der Erfolg als die Leistung, aber das ist ein anderes Thema. Und da würde ich denken, ja, wenn da zu viel Respekt, zu viel Anerkennung mit einhergeht, dann kann das sein, dass gewissermaßen das mit einer Respektlosigkeit anderen einhergeht, weil wir eben nur auf bestimmte Art und Weise Respekt zum Ausdruck bringen können. Deswegen glaube ich, dass das eine gewisse Spannung ist, es sei denn, man reduziert Würde auf den Besitz von Grundrechten. Aber das wäre mir zu wenig. Es gibt diesen prägnanten Satz, Menschen sind nicht gleich, aber ihre Rechte sind es. Ist ja auch noch die Frage, ob wir das nur im Verhältnis zu Hoheitsgewalt, zum Staat oder wem auch immer dann klären oder ob wir das untereinander klären. Das schafft ja auch noch mal eine andere Dimension. Und untereinander dieser Respekt ist, glaube ich, zentral auch für unsere Freiheit. Es gab einen Kollegen, der mal von der Gegenseitigkeit von Freiheit auch gesprochen hat. Und das fand ich eigentlich eine schöne Formulierung, die diese Anerkennungsdimension auch zum Ausdruck bringt. Also eine Rechtsordnung ist ja per se immer mit einem gewissen Zwang verbunden. Das ist ja nicht zu leugnen. Dieser Zwang ist ja dann legitim, wenn er dafür sorgt, dass eine einseitige Abhängigkeit nicht stattfindet oder Gewalt, Ungerechtigkeit, also Schwächere schützt in der Gesellschaft. Dann ist es soweit, ist es legitim, weil meine Freiheit genau da endet, wo die des anderen beginnt. Und da wäre ich skeptisch, ob wir das nur, wie wir gerade immer schon so gesagt haben, über Aushandeln, Kommunizieren schaffen. Also das funktioniert vielleicht nicht immer nur im Einvernehmen. Ja,
Die Zwangsordnung, mit der ich am meisten konfrontiert bin, zum Glück, ist die Straßenverkehrsordnung. Ja. Da ist es jetzt offensichtlich. Ich muss auf der rechten Straßenseite fahren, auch wenn ich manchmal Lust hätte, auf der linken zu fahren, darf ich das nicht. Also ja, ne? Und sonst wird das halt nicht klappen. Die Freiheit, sich überhaupt so gut bewegen zu können, hängt daran, dass die Freiheit beschränkt wird. Die Freiheit, also meine Freiheit findet ihre Grenzen in der Freiheit der anderen, das ist die klassische Idee. Aber ich finde, hier kommt wieder die Idee der Würde rein. Und da hatten wir schon gesagt, naja, Würde ist mehr als nur Freiheit, nämlich auch Gleichheit. Das heißt, die Idee der Würde sagt auch nicht nur die Freiheit der anderen ist die Grenze meiner Freiheit, sondern eben auch die Würde der anderen, auch verstanden, würde ich denken, als ja, eben eine bestimmte Art von Gleichheit, nämlich so etwas wie, würde ich immer sagen, gleichrangige Bürgerin sein. Also wir sollten uns als gleichrangige Gesellschaftsmitglieder verstehen und die Ordnung darf so sein, dass sie dafür sorgt, dass die Strukturen auch entsprechend sind, in der Schule beispielsweise. Das Interessante an der Rechtsordnung ist, dass sie ja nicht nur erlaubt, einzugreifen im Interesse des Schutzes anderer, sondern auch zur Verfolgung von Gemeinwohlzielen. Mhm. Ja, und wenn wir heute über Klimaschutz, Umweltschutz sprechen, auch über Gesundheitsschutz, dann ist das ja nicht nur etwas, was jetzt ein anderes Individuum betrifft, sondern es sind häufig auch Kollektivziele, die verfolgt werden. Im Grundgesetz steht ja der Umweltschutz auch als Ziel drin. Das Interessante ist, dass der Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts, dass es da eben tatsächlich um die Frage ging, ob man als Einzelperson, als Individuum einen Anspruch darauf hat, dass der Staat solche Gemeinwohlinteressen auch zulasten der Freiheit Einzelner durchsetzt, weil damit, und das war ja die Idee, wieder die Freiheit der nachfolgenden Generationen geschützt wird. Genau, aber bedeutet das nicht, dass die Gemeinwohlinteressen letztlich doch über das Individuum gerechtfertigt werden müssen? Also es müssen doch Individuen sein, deren Würde geschützt wird. Und Gemeinwohl kann ja nicht heißen, die Idee der Nation oder die kulturelle Geschichte oder so etwas. Also es sind doch individuelle Rechte. Ganz spannend wird es natürlich auch, wenn, was eigentlich mit meiner Würde, darf der Staat eingreifen, um mich davor zu schützen, dass ich meine eigene Würde verletze. Da würde man sagen, nein, oder? Also ich finde es total spannend, dass es jetzt eine Debatte gibt, die läuft unter dem Label Planetares Denken. Wo eigentlich aus den Naturwissenschaften kommt, man darüber nachdenkt, ob es nicht sozusagen äußere Faktoren gibt, die uns dazu zwingen, unbeschadet der jeweiligen Freiheit und der Würde, die wir haben, damit unsere Existenz erhalten bleibt, Maßnahmen zu ergreifen, Klima, Umweltschutz und so weiter. Ja. Ich finde das sehr schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich eigentlich eher dazu tendieren würde, Gemeinwohlinteressen wurzeln letztlich auch in den Interessen der Menschheit. Das kann man sich ja da auch konstruieren, aber ich glaube, das ist grenzwertig. Um nochmal auf die Frage im Wortlaut zurückzukommen, wenn der fragt, darf man mich zwingen? Also ich verstehe auch so ein bisschen da, darf man mich zwingen, etwas zu tun, was andere gut finden? Die Frage ist ja, was ist gut? Das ist ja schon, das ist ja wenig definiert und das ist subjektiv, individuell, aber es ist vielleicht auch bedingt durch Kultur, durch etwas, womit ich aufgewachsen bin, was ich als gut empfinde. Ich würde, wenn ich in den Dialog gehen könnte mit jemandem, der die Frage stellt, fragen, magst du dich dafür interessieren, was für andere gut ist? Denn dann bin ich an dem Punkt, sagen zu können, welches ist der Raum, den ich brauche, um mein Leben so zu führen, dass ich es für gut befinde. Was brauchen andere dafür? Und tatsächlich, wir können nicht alleine existieren. Ich kann nicht für mich alleine existieren und machen, was ich will. Das wäre aber nicht möglich. Das heißt, dieser Kompromiss, der ist immer da. Brauche ich mehr Interesse für das, was jemand anders für gut befindet? Und brauche ich die Sprechfähigkeit, das auch verhandeln zu können? Zu sagen, ja, guck mal, aber da kommen wir aneinander. Da ist dein Raum, da ist mein Raum. Und da müssen wir uns irgendwie einigen. Gut, die klassisch liberale Antwort ist ja, dass es sozusagen so einen privaten Bereich gibt. Da gibt es viele gute Sachen, Oper beispielsweise, vielleicht gehe ich gerne in die Oper. Ich darf jetzt aber niemanden zwingen, in die Oper zu gehen, auch vielleicht als Lehrerin nicht die Schüler. Ja? Und weil das sozusagen etwas Gutes vielleicht ist, wo aber jeder selbst entscheiden soll, ob er oder sie das
betreiben möchte. Und die Idee der Würde, der Freiheit, der Gerechtigkeit sind ja ein Kernbereich, wo wir eine gemeinsame Vorstellung haben wollen, müssen, auf deren Grundlage wir dann unsere individuellen Vorstellungen entfalten können. Ein Aspekt könnte vielleicht noch interessant sein, weil wir ja manchmal Freiheiten haben, die kollektiv gewährt werden, wenn wir als Religionsgemeinschaft uns irgendwo versammeln. Wie gehen wir eigentlich mit Leuten um, die darin dann wieder eine abweichende Position einnehmen? Und ich glaube, das ist noch schwieriger, weil das eben dann von der staatlichen Ebene weglenkt und auf die rein gesellschaftliche Ebene das, die Auseinandersetzung. Haben ja aber auch ganz klar das Recht, ihre Position zu vertreten und zu leben. Ja, mir ist nochmal klar geworden, dass in der Philosophie, es gibt diese ganz lange Tradition, die Würde des Menschen an die Personalität des Menschen zu binden. Also an die Tatsache, dass wir eine Person sind, die über Vernunft verfügt. Und wir haben jetzt eigentlich sehr viel über was anderes geredet, glaube ich, nämlich, dass wir Persönlichkeiten sind. Menschen mit einer Geschichte, mit Gefühlen, mit Beziehungen. Und ich denke jetzt immer mehr, dass die Würde des Menschen viel stärker in dieser individuellen Persönlichkeit liegt und nicht nur in dem Personensein. Und ich glaube, da liegt eine wahnsinnige Herausforderung für Recht, aber auch für Menschenrechtsbildung, für Schule, aber auch für kollektive Identitäten beispielsweise, für die Religion. Was heißt das, dass Religionsgemeinschaften das Recht haben, sich frei zu betätigen und trotzdem die Persönlichkeiten innerhalb dieser Religion sich frei entfalten können sollen? Und das ist das, was ich mitnehme, dieser Schwenk von, ich sag mal, der nackten Person hin zu der ganzen Persönlichkeit. Also Würde, die Würdedebatte im Recht, in der Rechtswissenschaft, ist ja im Fluss. Und das finde ich eigentlich das Spannende, was ich mitnehmen würde, dass diese Beweglichkeit der Debatte, also mit dem Entwickeln neuer Kategorien, neuer, also das Bundesverfassungsgericht verwendet manchmal so Fallgruppen, mit denen sie versuchen, dann den Würdebegriff irgendwie operabel zu machen. Ich glaube, dass man den Begriff wirklich offen gestalten muss für neue Herausforderungen. Würde ist nichts Statisches, verändert sich über Zeit. So sehr sie mit unserem Menschsein zusammenhängt. Wir hatten mal eine Diskussion bei uns über Mensch, Person, Persönlichkeit, wie eigentlich diese drei Begriffe sich zusammenbringen lassen. Und da spielt Würde eine zentrale Rolle. Ich glaube, ich nehme ganz viel mit zur Methode. Wie machen wir weiter? Wie arbeiten wir zu diesem Thema? Weil ich die Fragen herausfordernd fand. Und auf der anderen Seite glaube, dass herausfordernde Fragen uns weiterbringen als praktische Antworten, schnelle Antworten. Also in einer Zeit, in der viele Gewissheiten so kaputt gehen, sage ich jetzt mal durchaus auch, ganz brutal auch zerstört sind. Die Vorstellung, dass eine bestimmte Entwicklung positiv immer weitergeht, wir an den Begriff Vernunft mehrfach, das Vertrauen darin, dass vernünftige Entwicklungen weitergehen, ist bei mir auch so ein bisschen nachhaltig zerstört. Und das sind ja sehr, sehr herausfordernde Situationen. Wie sollen wir die gemeinsam bewältigen? Wir haben oft Situationen in der Gesellschaft, wo einige sich einig sind über Begriffe und wie wir damit umgehen müssen und dann feststellen, dass sie viele andere nicht mehr mitnehmen. Und ich stelle fest, dass Fragen versuchen zu beantworten, aber auch zu erkennen, welche neuen Fragen sich ergeben, eigentlich ja sehr produktiv ist, weil man auch sehr viel erfährt über Anliegen und Bedürfnisse, die man vielleicht, bevor man die also Fragen gehört hat, gar nicht im Blickfeld hatte. Ja, finde ich spannend, leuchte mir auch total ein. Zeigt auch alles, dass Wissenschaft sich noch mehr öffnen muss, nicht nur Expertise sein muss, sondern eher so etwas wie ja, oft ein Dienstleister, eine Dienstleisterin, damit Bürger, Bürgerinnen Räume bekommen, in denen sie über diese Fragen reflektieren können. Diese multiplen Krisen, mit denen wir konfrontiert sind, Krieg, Umweltkatastrophe, die Gefahr existenzieller Nöte, sind ja alles Dinge, die die Frage, was heißt es für uns, im Angesicht dieser Herausforderungen, Würde zusammenzuleben,
ja, zu einer Alltagsfrage machen. Und dann ist vielleicht die Aufgabe der Wissenschaft eher dafür zu sorgen, dass es mehr Räume gibt, in denen diese Fragen verhandelt werden können. Und nicht einfach nur zu sagen, gewissermaßen aus dem Elfenbeinturm, so ist es. Ja. Menschenrechtsbildung, Sie haben das zu Anfang gesagt, ist eben zentral dafür. Ich glaube, dass das einerseits durch Wissensvermittlung, durch offenen Diskurs stattfinden muss, aber vielleicht manchmal auch durch ein Stück weit das Vorbild leben. Das ist immer eine große Herausforderung und dem gerecht zu werden ist sicherlich schwierig, aber man muss es zumindest versuchen, ja, das nicht nur zu artikulieren, sondern auch sich so zu verhalten. Mhm.